So, jetzt geht es mit dem nächsten Tagesordnungspunkt weiter. Top 5, das ist ein Zusatzpunkt, da geht es um Änderung des Asylgesetzes. Das ist ein Gesetzentwurf der FDP. Die FDP verlangt die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten. Ebenfalls steht zur Abstimmung ein Antrag der AfD über einen 6-Punkte-Plan zur Förderung der Rückführung syrischer Flüchtlinge. Über den Gesetzentwurf der FDP und einen dazugehörigen Änderungsantrag, der besagt, dass auch Georgien aufgenommen werden soll, wird im Anschluss an die Debatte jeweils namentlich abgestimmt. Ja, und der erste Redner hier in dieser Debatte, wenn die Abgeordneten den Saal verlassen haben und die entsprechenden Abgeordneten, die für den Änderung des Asylgesetzes hier den Plenarsaal aufgesucht haben, Platz genommen haben, dann kann es losgehen. Der erste Redner wird von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion kommen. Detlef Seif, er ist Mitglied im Innenausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich zum Recht auf Asyl, zu dem Schutz verfolgter Menschen. Aber andererseits setzen wir uns auch mit Nachdruck dafür ein, dass das Asylrecht nicht missbraucht wird. Viele Maßnahmen sind bereits auf den Weg gebracht, um Migration zu begrenzen, zu steuern, zu ordnen. Und viele weitere Maßnahmen werden folgen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist vorgesehen, dass weitere Staaten mit einer Anerkennungsquote unter 5% zu sicheren Herkunftsländern bestimmt werden sollen. Im Jahr 2017 lag die Anerkennungsquote bei Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien zwischen 0,6% und 4,1%. Die rund 15.000 Menschen, die zu uns gekommen sind, führten dazu, dass nur rund 500 ein Bleiberecht erhalten haben und 14.500 haben den Asylantrag im Ergebnis zu Unrecht gestellt. Und meine Damen und Herren, das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns nicht leisten. Und Asylrecht ist kein Instrument einer allgemeinen Zuwanderung. Als sicherer Herkunftsstaat kann ein Land nur eingestuft werden, wenn Rechtslage, Rechtsanwendung und allgemeine politische Verhältnisse den Schluss ziehen lassen, dass es gewährleistet erscheint, es findet weder politische Verfolgung statt, noch eine unmenschliche, erniedrigende Behandlung oder Bestrafung. Nach sorgfältiger Prüfung hat das Bundeskabinett am 18. Juli einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einstufung als sichere Herkunftsländer beschlossen. Die Vertreter von Grünen und Linken argumentieren, dass diese Länder nicht sicher seien. So wird bezüglich der Maghreb-Staaten zutreffend vorgetragen, dass in Algerien, Marokko und Tunesien homosexuelle Handlungen unter Strafe stehen. In allen drei Ländern kann auch für besonders schwere Straftaten die Todesstrafe verhängt werden. Wer aber jetzt hieraus den Schluss zieht, dass die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat nicht möglich sei, der verkennt, ich komme gleich zum Bundesverfassungsgericht, der verkennt, dass die Verfolgung systematisch und systembedingt sein muss. Und gerade das entspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn Sie sich mal mit dem Urteil von Ghana beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass dort hier sogar die Vollstreckung der Todesstrafe alleine nicht dagegen spricht, dass ein Land zum sicheren Herkunftsland eingestuft werden kann. Und in den Maghreb-Staaten wird die Todesstrafe bei schwersten Taten zwar verhängt, aber seit vielen Jahren nicht vollstreckt. Homosexualität wird selten strafrechtlich verfolgt, erstrangig dann, wenn sie offen ausgelebt wird oder wenn es darum geht, die Gründung von Organisationen Homosexueller zu verhindern. Dies erfolgt nicht systematisch, zum Beispiel durch verdeckte Ermittlungen oder flächendeckend, sondern in Einzelfällen. Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat, und das wird gleich wieder falsch behauptet werden, führt einerseits zur Beschleunigung der Verfahren. Sie sendet ein klares Signal an die betroffenen Personen.
Und dann kommt das falsche Argument, was Sie gleich wieder sagen werden. Die Einstufung führt gerade nicht dazu, dass einem verfolgten Menschen kein Schutz mehr gewährt würde. Es führt nicht dazu, dass Verfahrensrechte abgeschnitten wären. Denn jeder Antrag wird individuell geprüft, jeder Antragsteller persönlich angehört. Hier kann er Tatsachen vorbringen, die belegen, dass ihm im Heimatland Verfolgung droht. Und im gerichtlichen Eilverfahren genügt es, dass man die Verfolgungssituation schlüssig vorlegt. So, grundsätzlich sind wir als Union ja mit dem Antrag der FDP sehr zufrieden. Aber im Gegensatz zum Antrag der Bundesregierung sehen Sie keine Rechtsberatung für besonders empfindliche, empfindsame, sogenannte vulnerable Personen vor. Sie haben den Stichtag genommen, 10. Oktober. Die Bundesregierung liegt 3 Monate früher. In dieser Zwischenzeit kann Missbrauch noch erfolgen. Aber ganz entscheidend ist, wir sind doch schon mal gegen die Wand gelaufen im Bundesrat. Wir müssen eine Mehrheit für dieses Vorhaben haben. Wir können hier keine Scheinanträge stellen. Und die Mehrheit im Bundesrat ist zurzeit noch nicht sichergestellt. Und das muss eruiert werden. Und wir hatten Sie gebeten, den Antrag zu schieben, auch um eventuell weitere Länder zu berücksichtigen, die ja im Moment in der Prüfung sind. FDP hat das abgelehnt. Dann bleibt uns heute nichts übrig, als dem Beschlussvorschlag des zuständigen Innenausschusses zu entsprechen. Wir laden Sie aber gerne ein, positiv mitzuwirken bei dem Gesetzentwurf der Bundesregierung. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Lars Herrmann, AfD-Fraktion. Auch Lars Herrmann ist Mitglied im Innenausschuss und die AfD hat ja einen eigenen 6-Punkte-Plan, der hier heute auch beraten wird. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Einstufung der Urlaubsländer Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten ist längst überfällig. Allerdings wird in der Antragsbegründung eine wesentliche Sache komplett ausgeblendet, nämlich warum es ausgerechnet diese nordafrikanischen Staaten treffen muss. Man könnte zunächst vermuten, dass allein die hohe Anzahl der Asylbewerber aus diesen Ländern ein Handeln dringend erforderlich macht, aber dem ist nicht so. Im Zeitraum 2015 bis 2018 betrug der Anteil von Asylsuchenden aus Algerien nur 1,2%. Aus Marokko nur 1% und tunesische Staatsangehörige machten gerade einmal 0,2% der Asylantragsteller aus. Ganz aktuell stellten bis zum 30. September diesen Jahres 531 Staatsangehörige aus Tunesien einen Asylantrag in Deutschland. Zum Vergleich, im selben Zeitraum kamen allein 743 Asylantragsteller aus Indien. Doch niemand kommt auf die Idee, die größte Demokratie der Welt als sicheres Herkunftsland einzustufen. Warum eigentlich nicht? Wie Sie sehen, kann es daran also nicht liegen, dass der Handlungsbedarf ausgerechnet bei den Maghreb-Staaten gesehen wird. Und so empfehle ich, einen Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zu werfen. Tunesien beispielsweise findet sich zwar nicht unter den Top 20 in der Asylstatistik, belegt dafür aber einen vorderen Rang in der Kriminalstatistik. Demnach begehen marokkanische, algerische und tunesische Staatsangehörige 14% der Straftaten von Zuwanderern, obwohl diese gerade einmal 2,4% der Asylbewerber ausmachen. Allein in Sachsen gibt es 1.472 sogenannte MITAs, Mehrfach-Intensivtäter-Asylbewerber heißt das. Davon stammen 463 Intensivtäter aus den Maghreb-Staaten, über die Hälfte davon aus Tunesien. Allerdings ist nicht mal ein Viertel dieser Straftäter in Haft. 347 Intensivtäter aus diesen Ländern treiben weiter ihr Unwesen. Und nur ein Beispiel, mittlerweile traurige und fast tägliche Realität in Deutschland. Ein abgelehnter marokkanischer Asylbewerber prügelt in Meißen einen Spaziergänger grundlos zu Boden und schlägt mit einer Bierflasche so lange auf dessen Kopf ein, bis diese zerbricht. Anschließend widersetzt sich der Flüchtling seiner Festnahme. Er schlug, trat und spuckte gegen die Polizisten, um einer Festnahme zu entgehen. Der Marokkaner ist bereits im September 2013 eingereist und hätte längst abgeschoben werden müssen. Bis zu seiner ersten Straftat in Deutschland brauchte es nur 4 Monate. Dass die Abschiebung des Täters noch nicht realisiert wurde, lag mit Sicherheit nicht an der fehlenden Einstufung von Marokko als sicheren Herkunftsstaat. Und das ist auch der Kernpunkt.
Das ist auch der Kernpunkt unserer Kritik. Lösen Sie sich von den Gedanken, dass mit der Einstufung der Maghreb-Staaten plötzlich keine neuen Asylbewerber mehr aus diesen Ländern zu uns kommen oder schneller abgeschoben werden können. Der erhoffte Effekt, wie das seinerzeit bei den Westbalkanstaaten der Fall war, wird hier nicht eintreten. Die inflationäre Erteilung von Duldungen, das Fehlen von effektiven und wirksamen Grenzkontrollen sowie fehlende Abschiebehaftplätze und defizitäre bzw. überhaupt nicht vorhandene Rückübernahmeabkommen, insbesondere mit den Maghreb-Staaten, und die Weigerung der Bundesregierung, geltendes Recht und Gesetz durchzusetzen, werden dafür sorgen, dass wir weiterhin solche Opfer von Straftaten zu beklagen haben. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine Schande. Im Übrigen ist der Änderungsantrag von der FDP abzulehnen, leider, leider. Zwar soll hier Georgien ebenfalls als sicherer Herkunftsstaat mit aufgenommen werden, jedoch sind die im Änderungsantrag mit eingefügten Regelungen zur Aussetzung der Abschiebung bzw. Abschiebeverbote viel zu weit gefasst, wird nicht funktionieren. Außerdem zeigt der Antrag die ganze Scheinheiligkeit in dieser Debatte. Weigert man sich doch, Georgien zunächst erstmal visumspflichtig zu machen, was eine dringende und ganz naheliegende Maßnahme wäre und darüber hinaus auch nicht der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege. Es geht hier um das Änderung des Asylgesetzes, um die Änderung, pardon, des Asylgesetzes. Der nächste Redner kommt von der SPD, Helge Lind. Herr Präsident, ich bin nicht so groß, aber es fährt nicht runter. Aber gut, ich bemühe mich. Herr Herrmann, das ist gefährlich, wenn Sie den Ausdruck Scheinheiligkeit angesichts des Antrages der AfD verwenden. Dazu werde ich aber später noch etwas sagen. Es ist ja manchmal sinnvoll, sich gerade in diesem Hohen Hause auch Anregungen von außen zu holen. Es gab einen guten Anlass. Letztes Wochenende, am Sonntag, die Friedenspreisrede der beiden Assmanns. Und ein Hinweis, den wir uns alle, glaube ich, gerade bei dieser Debatte zu Herzen nehmen sollten, war folgender. Die Demokratie lebt nicht vom Streit, sondern vom Argument. Das war keineswegs eine Absage daran, dass wir streiten sollen, aber ein klarer Hinweis, dass Streit ohne Argumente vielleicht nicht der richtige Weg ist und dass wir gerade in diesen Zeiten und bei berechtigten Diskussionen über Fragen der Migration, über Fragen von Abschiebung, bei Fragen zu sicheren Herkunftsstaaten, dass weniger mit Schaum von dem Mund und mit gebremsten Emotionen, damit auch mit einem gebotenen Pathos der Nüchternheit, auch im Sinne der Betroffenen machen sollten. So ist jedenfalls meine Einschätzung. In diesem Sinne auch will ich die werten Kolleginnen und Kollegen von der FDP nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir werden Ihrem Gesetzentwurf heute nicht zustimmen. Es wird Sie überraschen, obgleich wir durchaus viele Einschätzungen teilen. Aber im Sinne der genannten Nüchternheit sehen wir es eben so, dass es keinen Sinn macht, bevor wir entsprechend absehen können, dass es im Bundesrat entsprechende Mehrheiten gibt, da es ja schon einmal gescheitert ist, was offen benannt werden muss, jetzt einfach nur diesen Gesetzentwurf durchzubringen. Und zudem wissen Sie ja auch genau, dass es ein Vorhaben der Bundesregierung gibt, dass entsprechende Arbeit geleistet ist und ein Vorhaben, das, ich muss es leider so sagen, besser ist als Ihres, weil es umfassender gestaltet ist und weil es auch gerade bei den Fragen der Ausbildung und der Arbeitsaufnahme intelligenter gestaltet ist. Deshalb werden wir Ihnen heute nicht zustimmen können. Was ist das Ziel unseres Planes, diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten auszuweisen? Ziel ist es zum einen, es wurde bereits gesagt, die Verfahren zu beschleunigen und auch die Aufenthaltsdauer derer, die keine Schutzbedürftigkeit haben, ich wiederhole das, die keine Schutzbedürftigkeit haben, zu beschleunigen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist es nicht, diejenigen zu bestrafen, die schutzbedürftig sind. Das muss auch noch einmal deutlich an dieser Stelle gesagt werden. Und auch dies ist nicht der alleinige Weg. Das wäre völliger Irrsinn. Es ist sinnvoll, auch in Fragen der Migration ganzheitlich zu denken. Denn wir erleben gegenwärtig, dass viele Menschen, ich kenne zahlreiche von Ihnen, aus den Maghreb-Ländern hier faktisch keine Chance haben, Asyl zu finden, aber mangels Alternativen in das Nadelöhr-Asylverfahren reingeraten sind.
Wir aber machen uns auf den Weg, die Einwanderungsgesetzgebung besser und klüger zu gestalten, was auch diesen Menschen eine viel sinnvollere Möglichkeit geben wird. Wir werden Wege finden, diejenigen auch im Rahmen dieser Gesetzgebung, die ansteht, die hier schon arbeiten, integriert sind, Möglichkeiten zu finden. Und wir werden auch, und das gebietet nicht einfach Humanität, sondern schierer Pragmatismus, Realitätssinn und echter gesunder Menschenverstand, Akzent auf echter gesunder Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand wird ja heutzutage leider häufig in Debatten missbraucht. Der gebietet es, und alle wissen es in diesem Raum, dass Menschen, die gut integriert sind, die hier arbeiten, deren Familien hier lange leben, Wege finden müssen, hier bleiben zu können. Wir alle werden gemeinsam daran arbeiten müssen. Ziel ist es aber nicht, denjenigen, die schutzbedürftig sind, diese Möglichkeit zu nehmen. Ziel ist es nicht, und das wäre Wahnsinn, die Anerkennungsquote zu senken. Nein, es muss gewährleistet sein, dass in Form dieser Vermutensregelung, denn offensichtlich unbegründet ist eine Vermutensregelung, in jedem Einzelfall die Möglichkeit besteht, die Vermutung zu widerlegen und dass in jedem Einzelfall die tatsächliche Schutzbedürftigkeit nachgewiesen werden kann. Das ist unsere Aufgabe, dies politisch zu gewährleisten, und das werden wir tun. Deshalb legen wir auch verstärkten Wert darauf, dass die schon erwähnte besondere Rechtsberatung für besonders vulnerable und besonders schutzbedürftige Gruppen, man kann sie auch benennen, zum Beispiel Homosexuelle, LGBT, besonders politisch verfolgte Journalistinnen und Journalisten, dass die auch im Gesetzestext ihren Niederschlag finden wird. Was ist aber noch ein weiteres Ziel? Ziel ist, dass wir uns nicht im leeren Raum bewegen, sondern dass wir wollen, dass dieses Asylrecht weiter besteht und verteidigt wird. Und Ziel ist es, dass wir dieses Land zusammenhalten. Deshalb glaube ich, ist es für uns alle ein Auftrag, zu sehen, dass wir Mehrheiten in diesem Land dafür behalten, die dieses Asylrecht, wie es besteht, die den Schutz für Menschen, die schutzbedürftig sind, verteidigen, und dass wir nicht die Menschen in diesem Land gegeneinander auf Kosten der Betroffenen, auf Kosten dieses Themas gegeneinander aufhetzen. Insofern, Herr Lindner, ich sehe ihn heute ja nicht, hat ja in der Kritik der Ablehnung von reiner Gewissensethik gesprochen. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig nicht moralische oder ethische Überlegenheit vorwerfen. Wir können, wenn wir es befürworten, dass es sichere Herkunftsstaaten geben mag, glaube ich, sowohl Verantwortungsethik als auch Gewissensethik für uns beanspruchen. Aber abschließend muss ich leider auch zum AfD-Antrag sprechen. Es ist ja eine Geschichte, die hier im Antrag liegt. Im März hat eine Besuchergruppe der AfD den Großmufti und Assad besucht. Sie haben sich also selber einen Eindruck verschafft über dieses ja angeblich so sichere Land. Und Sie haben in einer ersten Fassung Ihres Antrages aus dem November vorgeschlagen, vorrangig arbeitsfähige Männer zurückzuschicken nach Syrien. Innerhalb von 7 Tagen haben Sie die Meinung geändert. Sie haben aber bisher nicht erklären können, warum man Männer in ein sicheres Land schicken soll, aber dann nicht alle. Ist deren Wert, ist deren Recht weniger, ist deren Menschenwürde geringer? Sie konnten es nicht begründen. Es ist an Heuchelei und Zynismus kaum zu überbieten. Aber letztlich ist es schlüssig. Denn wenn eine Partei und Fraktion offensichtlich mit so einem System wie dem Assads sympathisiert, fraternisiert, ihn freundlich besucht, dann ist das auch ein Land, das man als sicher begreift und in das man gerne Menschen zurückschickt. Sagen Sie das bitte auch meinem guten Freund. 10 seiner Freunde wurden vor seinen Augen abgeschossen, und ich kann ihm ja jetzt mitteilen, dass er glücklich zufrieden zurückkehren kann nach Syrien, wo derjenige, der seine Familie, seine Freunde umgebracht hat, Herr Assad, nach Ihrer Vorstellung seine Sicherheit gewährleistet. Unglaublich, widerwärtig, zynisch. Herr Kollege Lindt, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja. Kommen Sie bitte zu Ende. Abschließend bitte ich Sie deshalb darum, um mal was Konstruktives zu tun. Sorgen Sie dafür, dass in diesem Land tatsächlich sichere Verhältnisse einkehren. Überzeugen Sie Herrn Assad davon,
dass er künftig sich nicht mehr antisemitisch äußert. Sie sind doch angeblich philosemitisch. Und als drittes sorgen Sie dafür, dass er seine Schergen und sich selbst dem Internationalen Gerichtshof zum Beispiel ausliefert und endlich aufklärt, was in den Lagern in Damaskus und anderswo an Folter und Mord tagtäglich passiert und passiert. Vielen Dank. Helge Lind von der SPD hat noch mal darauf hingewiesen, dass es eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung gibt, Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Die Problematik liegt ja unter anderem im Bundesrat, weil die Grünen das nicht wollen. Die FDP jetzt vertreten durch Stefan Rupert. Es bleibt bei einer Einzelfallprüfung, aber wir wollen die Verfahren beschleunigen, weil in Deutschland niemand versteht, dass ein gut integrierter Arbeitnehmer, der in ein Krankenhaus Medikamente oder Pflegematerialien fährt, dass ein Handwerker, der Häuser im Rhein-Main-Gebiet baut, abgeschoben wird, obwohl er sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, seine Kinder in die Schule gehen, und wir auf der anderen Seite darüber diskutieren müssen, dass Sami A., jemand, der nach der Feststellung von Gerichten Menschen in seinem Umfeld gefährdet, eine Bedrohung für sie darstellt, dass wir diesen Mann gegebenenfalls zurückholen müssen. Wer heute uns verweigert, dass wir einen Schritt Ordnung in diese Zuwanderung bringen, der verweigert den Menschen, die dieses Problem nicht verstehen, die nicht verstehen, dass es zu einem solchen Gegensatz kommt, der verweigert denen, sich wieder in der Mitte der Gesellschaft politisch wohlzufühlen. Er stärkt die Extreme und macht sich somit aus meiner Sicht an deren Stärkung mitschuldig. Herr Seif, ich kann Ihnen die Unruhe nehmen. Wir haben unseren Gesetzentwurf durch einen Änderungsantrag Ihrem Gesetzentwurf, dem Kabinettsentwurf, angepasst. Sie können also, wenn Sie hinter der Vorlage des Kabinetts stehen, durchaus heute zustimmen. Insofern, glaube ich, gibt es keine Ausrede dafür, warum wir nicht Ordnung in Zuwanderung bringen, außer Thorsten Schäfer-Gümbel. Der hat nämlich offenbart, woran es liegt, dass Sie heute nicht zustimmen können. Er bat die Union und die Große Koalition wurde von Volker Bouffier darum gebeten, den Antrag aus Rücksichtnahme auf die Grünen nach der hessischen Landtagswahl zu besprechen. Warum? Volker Bouffier hat 2017 im Bundesrat einer Ordnung, einer Einstufung von Tunesien als sicheres Herkunftsland nicht zugestimmt. Er hat sich enthalten. Sonst hätte, wenn Schwarz-Grün in Hessen zugestimmt hätte, hätten wir schon Ordnung in dieser Einwanderungsfrage und würden diese Themen gar nicht mehr besprechen müssen. Jetzt bewundere ich, dass Sie Rücksicht in der Situation auf die Grünen nehmen. Ich will Ihnen nur sagen, wozu das führt. Die heutige Umfrage von heute sagt, Tarek Al-Wazir hat 22%, die SPD 20 und die Linken 8. Wer rechnen kann, Juristen können ja schlecht rechnen, aber ich habe es mehrfach überprüft, es sind zusammen 50%. Und wir wissen aus der Ypsilanti-Zeit, dass die SPD teilweise gezögert hat, eine linke Regierung in Hessen zu installieren und vier nicht mitgezogen haben. Wir wissen aber genauso, dass die Grünen keinen Moment gezögert haben und sie werden keinen Moment zögern, Tarek Al-Wazir mit Linkspartei und Sozialdemokraten in Hessen zum Ministerpräsidenten zu wählen. Und auf diesen Mann nehmen Sie Rücksicht. Auf diesen Mann nimmt die Union Rücksicht und glaubt, Sie können den Menschen zumuten, keine Ordnung in die ungeordnete Einwanderung zu bringen. Sie werden sich umsehen und aufwachen mit einem Ergebnis, das Ihnen in keiner Weise sympathisch sein kann. Jetzt kann man sagen, ich weiß schon, Sie erregen sich darüber, jetzt kann man sagen, Sie freuen sich natürlich auf Tarek Al-Wazir, Sie freuen sich auch und Sie freuen sich auch. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt auch viele Hessen, die sagen, liebe CDU, was habt ihr da gemacht? Ihr habt eine linke Mehrheit salonfähig gemacht, und das wollen wir nicht. Am Ende könnte man sagen, was ist die Wahl in einem Bundesland? Es kann auch anders ausgehen, und was erregt der Mann sich? Am Ende ist aber das Kernargument, wir bringen in das wichtigste Thema unserer Zeit
das alle politischen Debatten verstopft, die Menschen in Deutschland beunruhigt, aus einem parteitaktischen Kalkül keine Ordnung. Wer das macht, der stärkt die Extreme in diesem Land. Und deswegen werbe ich heute um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Stefan Ruppert jetzt hier schon mit einem ordentlichen Schuss Wahlkampf. Die Hessenwahl wirft ihre Schatten voraus. Dass Volker Bouffier damals dagegen gestimmt hat in der letzten Legislaturperiode im Bundesrat, ist denn nun natürlich denn so laut die Abmachung zwischen Koalitionspartnern auch in Ländern, wo die FDP mitregiert. Ulla Jelpke jetzt für die Linke. Der Gesetzentwurf der FDP sieht vor, die Maghreb-Staaten, also Algerien, Tunesien, Marokko und Georgien als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. In jedem dieser Länder gibt es derart gravierende Menschenrechtsverletzungen, dass diese Einstufung als sichere Herkunftsstaaten einfach nur ein einziger Hohn ist. Und das Vorhaben, und das richtet sich auch an die Regierungsfraktion, ist ein Angriff auf den humanitären Schutzgedanken des Asylrechts. Und den weisen wir ganz klar zurück. Das zeigt im Übrigen schon ein Blick in die Lageberichte des Auswärtigen Amtes. Und da sind wir schon bei den Peinlichkeiten des FDP-Antrages. Sie haben zwar einen Änderungsantrag zu diesem eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, aber trotzdem zitieren Sie weiterhin aus den Lageberichten von 2016. Es ist Ihnen offensichtlich ganz egal, dass es längst Berichte gibt, und das haben wir eben hier ja auch von Kollegen Stefan Ruppert gehört. Es geht hier offensichtlich gar nicht mehr um das Schicksal der Flüchtlinge, sondern nur um ganz billige Profilierung. Und das hat leider der Kollege von der FDP eben hier vorgetragen. Und sowas kann man nur als schäbig beschreiben. Und zum Kollegen Seif. In der Tat steht in den aktuellen Lageberichten, zum Beispiel zu Marokko und Algerien, Zitat, homosexuelle Handlungen sind strafbar. Und ich muss schon sagen, ich finde es ein Zynismus, hier von den Menschen in diesen Ländern, von den homosexuellen Menschen zu verlangen, dass sie ihre Homosexualität verdeckt leben könnten. Was ist das nur für eine Einstellung zu Menschenrechten? Also da wird an mir fast schlecht. In Marokko geraten im Übrigen auch heterosexuelle Menschen schnell in den Fokus der Polizei. Zitat, jeder außereheliche Geschlechtsverkehr und auch Ehebruch sind strafbar. So viel zur Freiheit der Person. Journalisten landen im Knast, wenn sie gegen, Zitat, Fragen der öffentlichen Moral verstoßen oder wenn sie den König kritisieren oder die Besatzungspolitik in der Westsahara in Frage stellen. So viel zur Pressefreiheit. Zu Algerien heißt es, Zitat, Missionierungen sind verboten, die versuchte Konvertierung eines Muslims ist unter Strafe zu stellen. So viel zur Religionsfreiheit. In politisch relevanten Verfahren, Zitat, nimmt die Exekutive unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts. So viel zur Rechtsstaatlichkeit. Aus diesen Ländern berichten Menschenrechtsorganisationen regelmäßig, dass friedliche Demonstranten zusammengeknüppelt werden. Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten und Journalisten, Homosexuelle, ethnische und religiöse Minderheiten, Kritiker des Regimes, ganz zu schweigen im Übrigen auch von außerehelichen Liebespaaren, alle müssen mit Verfolgung rechnen, auch mit Folter. Und es gibt nicht die Spur von einem unabhängigen Gericht. Wenn Sie diese Länder als sicher einstufen, dann beschneiden Sie den Schutzanspruch von Menschen, die aus offensichtlich autoritären Staaten bzw. Diktaturen kommen. Und das ist meines Erachtens einfach nur widerwärtig. Denn, meine Damen und Herren, für den Schutzsuchenden hat die Einstufung aus einem sicheren Herkunftsland gravierende Folgen. Ihre Asylanträge gelten von Anfang an als unbegründet.
Ihnen wird pauschal unterstellt, und auch das hat der Kollege Seif hier sehr deutlich gemacht, dass Sie das Asylrecht missbrauchen. Sie haben damit keine Chance mehr auf ein unvoreingenommenes Asylverfahren. Flüchtlinge aus diesen Ländern werden dauerhaft in speziellen, knastähnlichen Einrichtungen isoliert. Ich sage hier nur Ankerzentren. Dort unterliegen sie der Residenzpflicht. Sie haben nur eingeschränkten Zugang zu Rechtsanwälten. Der Rechtsweg und Fristen werden verkürzt. Ihre Abschiebung ist trotz laufender Verwaltungsgerichtsverfahren möglich. Sie dürfen nicht arbeiten, keine Ausbildung beginnen. Außerdem droht Ihnen eine Wiedereinreisesperre, selbst bei freiwilliger Ausreise. Was für eine Schikane, kann ich da nur sagen. Auf diese Weise werden Flüchtlinge nach Strich und Faden schikaniert. Und das nur, weil sie von ihrem grundgesetzlich verbrieften Recht Gebrauch machen, Schutz zu beantragen. Und das ist wirklich unverantwortlich. Noch unverantwortlicher ist das, was die AfD heute zur Abstimmung hier stellt, nämlich Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken. Wo immer noch täglich Bomben fallen und in den letzten Monaten erneut Hunderttausende vor türkischen Angriffen aus Afrin geflohen sind. Ich würde der AfD ja empfehlen, beziehungsweise würde vorschlagen, man sollte die gesamte AfD nach Syrien abschieben. Aber das kann man leider den Syrern nicht zumuten, solche Gräuel. Ein Argument noch, was hier auch schon gekommen ist, zu den Anerkennungsquoten, die angeblich so niedrig seien. Die Linke erkundigt sich regelmäßig danach. Und wir haben beispielsweise im ersten Quartal im Jahre 2018 alleine 10,2% anerkannte Flüchtlinge aus Marokko, auch wenn die Zahl sehr niedrig ist insgesamt. Zum Schluss möchte ich sagen, es darf nicht sein, dass auch nur ein einziger Verfolgter zurückgeschickt wird, weil ihm unsere Asylbürokratie von vornherein mit Misstrauen und Feindseligkeit begegnet. Deswegen sagt die Linke ganz klar, jeder einzelne Asylantrag muss unvoreingenommen und fair geprüft werden, ohne jegliche Einschränkung, ohne böswillige Unterstellung. Deswegen lehnen wir heute den FDP-Antrag ab und halten das auf nach wie vor für eine erneute Einschränkung des Asylrechts. Ich danke Ihnen. Es geht hier um die Änderung des Asylgesetzes. Die FDP verlangt in einem Antrag, dass Algerien, Marokko und Tunesien sofort aufgenommen werden als sichere Herkunftsstaaten, in einem Zusatzantrag Georgien. Auch die AfD hat einen 6-Punkte-Plan. Darüber wird diskutiert, jetzt mit Luise Amtsberg von den Bündnisgrünen. Politik betrieben als mit dem Thema sichere Herkunftsstaaten, vorzugsweise im Kontext irgendeiner Wahl, die entweder bevorsteht oder noch abgewartet werden muss. Ich finde das ziemlich belastend. Wenn man auf die Zahlen derer blickt, die aus diesen Ländern bei uns Asyl beantragt haben, ja insgesamt 142.000 Menschen, dann ist dieser Hype um dieses Thema, auch Herr Seif, ja, überhaupt nicht gerechtfertigt. Wir reden hier von 6.200 Menschen, die aus diesen vier Ländern in diesem Jahr bei uns Asyl beantragt haben. Also tun Sie doch bitte nicht so, als wenn Sie mit diesem Thema in irgendeiner Weise auch nur einen Bruchteil der Herausforderungen in unserer Asylpolitik lösen würden. Wenn es Ihnen um schnellere Verfahren geht, warum wenden Sie sich denn eigentlich nicht dem wirklichen Schwachpunkt unserer Asylpolitik zu, nämlich dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Statt hier notwendige Verbesserungen zu diskutieren, ja, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, das ganze Thema Dolmetscher, Asylverfahrensberatung, Fachaufsicht durch das Innenministerium, Antragsstau vermeiden, all diese Themen, statt hier die notwendigen Verbesserungen zu diskutieren und zügig dazu beizutragen, dass Gerichte entlastet werden und das BAMF sauber arbeiten kann, vertagt die FDP dieses Thema mit einer Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und die CDU, die Koalition, hat bisher nicht einen einzigen Reformvorschlag vorgelegt, obwohl hier das ganze Haus förmlich Skandal gerufen hat. Ich finde, das ist wirklich unwürdig. Und ich verstehe es auch nicht. Außerdem, wenn man die von Ihnen gewünschte zügige Bearbeitung
anstreben und erreichen möchte. Das ist ja auch im Grundsatz erstmal gut. Dann kann man Verfahren aus diesen Ländern durch entsprechende Vorgaben einfach priorisieren. Und wissen Sie was? Ich finde es auch vollkommen okay und legitim, die Menschen im Heimatland zu beraten über das, was sie hier erwartet, unter welchen Umständen sie Asyl beantragen können. Oder denen, die vielleicht existenzieller Armut versuchen zu entfliehen, Perspektiven im Heimatland zu eröffnen. Ja, unbedingt. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen. Aber dafür muss man nicht gleich das individuelle Grundrecht auf Asyl fundamental einschränken und, Herr Seif, um Ihnen auch mal eine andere Argumentationsperspektive zu bieten, einen außenpolitischen Scherbenhaufen verursachen, meine Damen und Herren. Was in dieser Debatte, ich gehe da gleich noch drauf ein, was in dieser Debatte völlig verloren geht, ist, dass die Einstufung eines Staates als sicher Ergebnis eines sehr aufwendigen rechtsstaatlichen Verfahrens sein muss und von menschenrechtsrelevanten Faktoren abhängt. Das sage ich nicht, das sagt das Bundesverfassungsgericht, das uns dazu verpflichtet, zu einer gewissen Sorgfalt und Berücksichtigung bestimmter relevanter Menschenrechtsquellen. Und liebe FDP, all diesen kommen Sie überhaupt nicht nach, allein schon deswegen, weil Ihr Gesetzentwurf sich auf völlig veraltete Quellen stützt. Und das haben wir Ihnen schon im Februar gesagt, geändert haben Sie daran nichts. Ich finde das peinlich. Und was antworten Sie eigentlich dem Bundesverfassungsgericht, wenn es kritisch anmerkt, dass im ganzen Land Verfolgungsfreiheit herrschen muss, bevor man ein Land einstuft? Ist es für Sie Verfolgungsfreiheit, wenn Homosexuelle bis zu 3 Jahren in Tunesien in Haft genommen werden können? Oder argumentieren Sie da eben auch wie die Bundesregierung, die sagt, man kann ja homosexuell sein, aber bitte nicht ausleben, dann passiert einem auch nichts. So frei nach dem Motto, na klar, wenn man sich versteckt oder sich negiert, ja, dann ist auch nichts los, Problem gelöst. Ja, weil mit so einer Argumentation machen Sie sich gemein, wenn Sie diesen Gesetzentwurf, so wie Sie ihn hier vorgelegt haben, aufrechterhalten. Und weil ich gerade bei der FDP bin, ja, es ist ja Ihr Gesetzentwurf, den wir heute hier diskutieren. Später kommt ja dann irgendwann auch noch einer von der Bundesregierung. Sie bringen sich auch inhaltlich, ja, mit diesem Anliegen in einen gefährlichen Widerspruch zu Ihrer eigenen Außenpolitik. Wir alle wissen doch, dass es nicht nur Einfluss auf die Schutzquoten oder den Umgang mit hier Ankommenden hat, sondern dass es auch immer ein außenpolitisches Signal ist, das wir dann geben. Ja, das können und werden Sie nicht negieren, hoffe ich zumindest. Wie gehen Sie also damit um? Zum Beispiel mit dem Konflikt Westsahara. Wenn Sie Marokko jetzt als sicher einstufen, muss ich doch davon ausgehen, dass Sie die Annexion der Westsahara durch Marokko hinnehmen, oder nicht? Entgegen der Vereinten Nationen? Oder wie verhält sich das? Weil das alles geben Sie in Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht preis. Ja, wo sind Ihre Außenpolitiker, die dazu was beantworten können? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einstufung eines Landes kann weitere Maßnahmen beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und der Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort behindern. Zum einen, weil man Regierung natürlich den Eindruck vermittelt, es bestehen keine gewichtigen Defizite mehr, die behoben werden müssen. Und zum anderen, und das erleben wir ja auch täglich, ist die Einstufung auch für die Bundesregierung immer wieder auch ein probates Mittel, weitere Bemühungen und Bedingungen hinten anzustellen für die Länder vor Ort. Und das werfe ich Ihnen auch vor, liebe FDP. Dass Sie hier einen Vorschlag zur Einstufung machen und diese noch nicht mal koppeln an Bedingungen. Ja, man kann ja zu dem Thema stehen, wie man möchte. Hat ja alles seine Berechtigung. Ja. Aber dass Sie das noch nicht mal mehr koppeln an Bedingungen, das kommt schon einer außenpolitischen Kapitulation gleich. Ja. Wenn Sie auch nur einen Funken außenpolitischen Gestaltungsanspruch hätten, dann würden Sie beispielsweise die tunesische Zivilgesellschaft dabei unterstützen, dass endlich ein Verfassungsgericht eingerichtet wird, wo Sie Ihre Rechte auch einklagen können. Ja, wenigstens das. Und diese innenpolitische Debatte, das ist noch ein weiteres Argument, jetzt mal abseits von der Gesamtgemengelage, ist auch komplett ungeeignet dafür, zumindest wie wir sie hier führen, die positiven Entwicklungen in einem Land wie Tunesien oder Georgien auch mal herauszuarbeiten. Das können wir gar nicht bei diesem diffusen Sammelsurium an sicheren Herkunftsstaaten, die keinen Spielregeln mehr folgt. Sie machen es unmöglich, genau hinzuschauen, was die zur Rede stehenden Länder tatsächlich an Unterstützung und Maßnahmen brauchen, und das ist falsch. In meinen Augen ist die Innenpolitik der schlechteste Berater für die Außenpolitik, erleben wir in der Asylpolitik jeden Tag. Ja. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP und vor allen Dingen auch Herr Ruppert, ich kann wirklich diese alte Platte von Christian Lindner, und Sie haben sie heute fortgeführt, wirklich nicht mehr hören. Ja, wir haben das Anliegen im Bundesrat blockiert, aber wir haben auch Begründung geliefert. Ja, wir haben auch begründet. Und die formulierten Fragen, die ich heute aufgeworfen habe, Westsahara zum Beispiel, die beantworten Sie nicht. Also haben Sie auch nicht das Recht, uns Ideologie oder Fundamentalopposition vorzuwerfen. Wir haben das begründet. Ja, ich weiß, dass Sie sich darüber aufregen. Ja,
Das ist vollkommen klar, denn offensichtlich habe ich hier einen Frau Punkt. Kollegin Amtsberg, achten komme, Sie bitte darauf, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Vielen Dank für den Hinweis. Wir glauben, dass dieses Mittel außenpolitisch großen Schaden anrichten kann. Es wird auf jeden Fall nicht dazu beitragen, die Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, auch nur im Ansatz zu adressieren. Und deswegen ist dieses Mittel völlig ungeeignet und absolut populistisch. Vielen Dank. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Bündnisgrünen hat noch einmal die Vorbehalte, Luise Amtsberg, die Vorbehalte der Grünen hier vorgetragen. Allerdings wird jeder Fall einzeln geprüft, dann allerdings verkürzt, wenn es sich um einen sicheren Herkunftsstaat handeln würde. Ralf Brauchsiepe für die Union. Zum ersten und nicht zum letzten Mal in einer kontroversen Debatte über dieses Thema und über die Frage, ob zu Recht die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden können. Schaut man sich die tatsächliche Situation in diesen Ländern an, so sieht man, dass die dagegen vorgetragenen Bedenken letztlich unbegründet sind. Die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten ist verantwortbar. Sie ist sogar geboten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und aus diesem Grund hat ja auch das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Einstufung Georgiens, Algeriens, Marokkos und Tunesiens als sichere Herkunftsstaaten beschlossen. Und wir werden diesen Gesetzentwurf in nächster Zeit auch hier in diesem Hohen Hause beraten. Ich finde, der Kollege Seifert hat überzeugend deutlich gemacht, warum wir hier heute aus inhaltlichen Gründen dem Gesetzentwurf der FDP nicht zustimmen werden. Es wird in Kürze ein Gesetzentwurf der Bundesregierung hier zu debattieren sein und dem, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, können Sie ja dann auch aus vollem Herzen zustimmen, anders als dem Gesetzentwurf der CDU in Rheinland-Pfalz, inhaltsgleich zu diesem Thema, den Sie abgelehnt haben. Also erwecken Sie hier nicht den Eindruck, als wären Sie in dieser Frage besonders konsequent, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anerkennungsquoten Schutzsuchender aus den Maghreb-Staaten sprechen in der Tat eine klare Sprache. Sie liegen im unteren einstelligen Bereich. Und mehrere unserer europäischen Nachbarn sind uns deswegen bei der Einstufung als sicheres Herkunftsland auch bereits voraus. Sie haben diese Einstufung bereits vorgenommen. Es liegt ja im Übrigen auch nicht zuletzt im Interesse dieser Länder selbst, als sicherer Herkunftsstaat anerkannt zu werden. Denn wir setzen damit das Signal, dass wir ihnen eine weiterhin positive Entwicklung zutrauen und sie auch bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise nicht als Risikofaktoren, sondern eben als unsere Partner sehen. Und natürlich ist die wichtigste Konsequenz der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten die damit einhergehende Entlastung von Ländern und Kommunen sowie eine spürbare Beschleunigung der Asylverfahren für Antragsteller aus den betreffenden Ländern. In diesem Jahr müssen das BAMF und die Verwaltungsgerichte fast 20.000 Asylanträge von Menschen aus den Maghreb-Ländern bearbeiten, obwohl absehbar ist, dass sie mangels Schutzbedürftigkeit fast alle abgelehnt werden. Und die Folge ist, dass die Asylverfahren von Menschen mit positiver Bleibeperspektive sich hierdurch leider unnötig in die Länge ziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wirft man aus außenpolitischer Sicht einen Blick auf die Lage in den Maghreb-Staaten, so lassen sich eindeutig bei allen bestehenden Problemen positive Tendenzen verzeichnen. Und im Übrigen führt ja der Status als sicheres Herkunftsland, darauf ist auch von unserem Koalitionspartner ja zu Recht hingewiesen worden in der Debatte, er führt ja nicht dazu, dass Asylanträge von Angehörigen Algeriens, Marokkos oder Tunesiens nicht mehr individuell geprüft würden. Nein, auch weiterhin wird in jedem Asylverfahren eine persönliche Anhörung durchgeführt, in der der Antragsteller seine Situation im Herkunftsstaat vortragen und gegebenenfalls seinen Anspruch auf einen Schutzstatus in Deutschland belegen kann. Es wird lediglich Kraft Gesetzes vermutet, dass ein Antragsteller aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird. Dies ist eine widerlegbare Vermutung, die in einem ordentlich rechtsstaatlichen Verfahren widerlegt werden kann. Und deswegen ist es richtig und notwendig, diese Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten vorzunehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist richtig, notwendig. Und was werden wir weiter politisch betreiben? Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einer persönlichen Bemerkung schließen. Für jeden, der von diesem Pult spricht, ist das ja irgendwann die letzte Rede. Man weiß das nicht immer vorher ganz genau. Glauben heißt ja nicht wissen. Ich glaube, dass für mich heute dieser Tag meiner letzten Rede gekommen ist. Und deswegen ist es für mich Zeit, vor allem Danke zu sagen. Zeit, Danke zu sagen für politische Begleitung in Freundschaft und Gegnerschaft,
in 20 Jahren hier im Deutschen Bundestag. Ich bedanke mich bei denen, die mich heute begleiten, die es in der Vergangenheit getan haben. Ich bedanke mich vor allem bei meinem leider viel zu früh verstorbenen Freund Peter Hinze. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Zeit, stellvertretend bei meinen Büroleitern Dr. Stefan Raueiser, Bernd Mayer, Dr. Arndt Busch und Martin Hannig für die Begleitung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Schalke Arena, die in meiner Heimat liegt, da wird noch nach dem Vereinslied, als letztes vor dem Anpfiff, immer das Steigerlied gesungen, mehrere Strophen. Und die letzte Strophe, die da gesungen wird, die wird, glaube ich, nur auf Schalke gesungen. Jedenfalls im offiziellen Liederbuch der IGBCE steht sie nicht drin. Ich singe jetzt nicht, ich habe ein warnendes Beispiel vor Augen. Aber es ist eine Strophe, die wird, glaube ich, nur auf Schalke gesungen. Die heißt Die letzte Schicht. Und darin heißt es, St. Barbara hält für uns die Wacht, passt schön auf uns auf. In diesem Sinne, passt schön auf euch auf. Glück auf und Gottes Segen. Ralf Brauksiepe verabschiedet sich nach Jahren hier aus dem Deutschen Bundestag. Er wird Arbeitsdirektor beim Wohnungsriesen Weber West und hat hier heute seine letzte Rede gehalten. Deswegen hat der Präsident auch diese sehr persönlichen Worte hier länger laufen lassen. Und jetzt kommt der ein oder andere aus der CDU-CSU-Fraktion. Die sich verabschiedet haben, möchte ich Ihnen namens des ganzen Hauses den Dank für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und die guten Wünsche für Ihren weiteren Lebensweg übermitteln. Ja, und der Bundestagspräsident hat hier auch noch einmal alles Gute gewünscht. Und Ralf Brauksiepe wird jetzt hier auch noch verabschiedet vom neuen Unionsfraktionschef Brinkhaus. Sie kennen sich ja schon Jahre, gemeinsam hier im Parlament gesessen. Aber es geht weiter in der Änderung des Asylgesetzes mit dem nächsten Redner von der AfD, Norbert Kleinwächter. Die SPD, die Linke haben viel über Abschiebung und Rückführung gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle über Diplomatie sprechen, über freiwillige Rückkehr sprechen. Und ja, ich möchte über das Thema Syrien sprechen. Ungefähr 700.000 Syrer leben jetzt in Deutschland und viele wollen einfach nur nach Hause. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident, ein kurzes Zitat aus der Welt bringen, aus einem Artikel, veröffentlicht am 7.2.2018, der mich sehr berührt hat. Amar Marawi riskierte sein Leben, um dem Schrecken in seiner Heimat zu entkommen. Das war 2016. Heute ist der 36-Jährige wieder in seiner Heimatstadt Aleppo. Deprimiert und heimwehkrank kehrte er im vergangenen Sommer zurück. Er genießt es, wieder daheim zu sein, in seinem Reifenreparaturbetrieb mitten in Aleppo. In der Stadt herrscht weitgehend wieder Frieden, nachdem die Regierungstruppen im Dezember 2016 die Rebellen dort besiegt hatten. In Deutschland erhielt er Essen, Kleidung und Geld, aber er fühlte sich einsam. Es sei langweilig gewesen, du leidest unter psychischem Druck, Depression und es ist kalt, schildert Marawi. Im Juli 2017 kehrte er in die Heimat zurück. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Amar Marawi ist nicht der Einzige, der einfach nur zurück will. Laut Angaben des UNHCR kehrten in der ersten Hälfte des Jahres 2018 750.000 syrische Binnenflüchtlinge in ihre Heimatstädte zurück. 13.000 Flüchtlinge kamen aus dem Ausland zurück nach Syrien. Der syrische Außenminister hat eine sichere Rückkehr garantiert. Russland und Syrien haben Wiederaufnahmekapazitäten geschaffen. Das Land befindet sich im Wiederaufbau. Alles steht bereit. Jetzt müssen wir handeln, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Andrej Mahetic, Sprecher der UNHCR, stellt fest, dass jeder Flüchtling das Recht auf Rückkehr hat. Diese Rückkehr sollte aber sicher, würdevoll und nachhaltig sein. Und genau hier wollen wir helfen mit unserem 6-Punkte-Plan zur sicheren Rückkehr freiwilliger Rückkehrer nach Syrien, sehr verehrte Damen und Herren. Wir wollen ein Abkommen mit der Regierung Syriens, das vor allem sicherstellt, dass Rückkehrer unbeschadet wieder nach Syrien einreisen können und in die Gebiete aufgenommen werden, die befriedet sind. Und Sie wissen, das ist mittlerweile fast das ganze Land. Dass die Rückkehrer wegen Aktivitäten gegen die Regierung vor der Flucht und wegen Straftaten gegen die Pflicht zum Militärdienst nicht verfolgt werden, eine wesentliche Sorge, die ganz viele, die geflohen sind, haben. Und dass Deutschland oder die UN dies wirksam überprüfen kann.
Wir wollen Sicherheit für die Menschen, die freiwillig zurück wollen. Das ist im Interesse Deutschlands, das ist im Interesse der Menschen. Und ein Wort zu Assad. Man kann ihn mögen oder nicht. Die Herrschaft Assads ist Fakt. Ja, schreien Sie, die Herrschaft Assads ist Fakt. Damit müssen Sie umgehen. Und irgendwann müssen Sie in diesem Hause die Rückkehr von Flüchtlingen thematisieren. Es ist besser, Flüchtlinge kehren sicher zurück als unsicher. Und es ist gut, wenn das in einem Abkommen geschieht, damit wir auch kontrollieren können, wie es geschieht. Und noch ein Hinweis an die Große Koalition, bevor Sie sich zu sehr echauffieren. Sparen Sie sich bitte Ihre Moralkeule. Sie machen Deals mit Despoten wie Erdogan, mit Ländern wie Saudi-Arabien. Und selbst Assad war Ihnen gut genug für ein Rückführungsabkommen, also eine einfachen Abschiebemöglichkeit, geschlossen unter der ersten Regierung Merkel, Große Koalition, in dem Wunsch nach Wahrung und Stärkung des Geistes der Solidarität und Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten, geschehen zu Berlin am 14. Juli 2008 für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Georg Witschel, Schäuble. Sehr geehrte Damen und Herren, heucheln Sie nicht, tun Sie was für die Menschen. Tun Sie was für die freiwillige Rückkehr von syrischen Flüchtlingen hier in Deutschland. Diesen Ansatz von Ehrlichkeit, diesen Ansatz von Menschlichkeit sind Sie den Bürgern in diesem Land und den Flüchtlingen schuldig. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin kommt von der SPD, Gabriele Heinrich. Sie ist Mitglied im Innenausschuss für ihre Fraktion. Ich habe noch Zeit. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die SPD-Fraktion lehnt den Gesetzentwurf der FDP ab. Über das Thema lässt sich trefflich streiten, und wir haben hier oft und lange gestritten. Letztlich blieben aber alle Debatten im Bundestag ohne Ergebnis, da der Bundesrat eben nicht zugestimmt hat. An der Situation hat sich aktuell nichts geändert, außer dass jetzt neben den Maghreb-Staaten auch Georgien zu einem sicheren Herkunftsstaat erklärt werden soll. Im Jahr 2017 hat das BAMF über 15.000 Asylanträge von Staatsangehörigen aus Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien entschieden. Und der Kollege Seif hat bereits darauf hingewiesen, und ich möchte das noch mal bestätigen. Die Anerkennungsquote für Georgien lag bei 0,6%, für Algerien bei 2%, für Marokko bei 4,1% und für Tunesien bei 2,7%. Das heißt, dass 96-99% aller Asylanträge aus diesen Ländern erfolglos bleiben. Auch die Gerichte kommen, auch wenn hier anderes behauptet wird, zu keinem anderen Ergebnis. Im ersten Quartal 2018 gab es 1.261 Überprüfungen. Und nur in 28 Fällen, also 2%, wurde Schutz ausgesprochen. In 16 Fällen handelt es sich immerhin um ein Abschiebeverbot, das aber auch gesundheitliche Gründe haben kann. Eine Anerkennung auf Asyl gab es in keinem Fall. Diese Zahlen können schon nahelegen, dass diese Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen sind. Von Menschenrechtsorganisationen wird das Konzept dennoch abgelehnt, mit der Begründung, dass die Prüfung, ob ein Asyl- oder Schutzgrund vorliege, in der Form nicht ausreiche. Zum Beispiel nicht bei Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung. Wir haben heute mehrfach darüber gesprochen. Fakt ist, die Schutzanfrage muss tatsächlich schnell und deutlich glaubhaft gemacht werden. Für uns als SPD ist dabei entscheidend, dass Schutzbedürftige Schutz bekommen, egal aus welchem Land und auch wenn es nur sehr wenige sind. Und die Einstufung als sicheres Herkunftsland bedeutet eben nicht, wie behauptet, dass Schutzsuchende keine Chance haben, anerkannt zu werden. Die Entwicklung der Schutzquoten aus den Balkanstaaten zeigt das. Nach der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten ist die Zahl der Asylanträge aus diesen Ländern sehr deutlich zurückgegangen. Aber die Schutzquote bei denjenigen, die einen Asylantrag gestellt haben, ist nicht gesunken, sondern gestiegen. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten soll die Verfahren vereinfachen. Aber sie soll natürlich auch das Signal aussenden, dass es sinnlos ist, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, wenn man in der Heimat nicht verfolgt wird.
Denn da dürfen wir uns doch nicht drum rumschummeln. Die Mehrheit der Antragsteller aus den Maghreb-Staaten oder Georgien kommt zu uns, weil es in ihren Ländern zu wenig Jobs gibt. Zu wenig Jobs auch für gut ausgebildete junge Menschen. Und die SPD will das Recht auf Asyl und die Erwerbsmigration klar trennen und setzt deshalb auf das Einwanderungsgesetz. Oh, pardon, es heißt ja Fachkräftezuwanderungsgesetz. Wir wollen, dass sich Menschen in Zukunft legal um Arbeit in Deutschland bewerben können und nicht weiter auf die falschen Versprechungen der Schlepper hereinfallen. Aber wir wollen nicht nur ein Einwanderungsgesetz, wir wollen auch schnellere, aber gründliche Asylverfahren. Und sie müssen fair sein. Es liegt der Vorschlag auf dem Tisch, dass bei der Diskussion mit dem Bundesrat weiterhelfen könnte. Und er zielt darauf, die identifizierten Gruppen aus sicheren Herkunftsländern einen Rechtsbeistand beizugeben, zum Beispiel für Homosexuelle, aber nicht nur für sie. Ich meine, in diese Richtung sollten weitere Überlegungen gehen, um einen vernünftigen Kompromiss zu kommen, bevor wir uns hier weiter die immer gleichen Argumente an den Kopf werfen. Die Evaluation des Pilotprojekts Asylverfahrensberatung und auch die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen: Begleitende Beratung kann dabei helfen, dass schon bei der Anhörung alle Fakten auf den Tisch kommen und die Verfahren deutlich effizienter werden. Wir haben die unabhängige Verfahrensberatung im Koalitionsvertrag beschlossen. Sie ist nach meiner Überzeugung ein Weg, um Schutzsuchenden gerecht zu werden, auch denen aus sicheren Herkunftsländern. Und zum Schluss, wie eingangs erwähnt, über sichere Herkunftsstaaten oder über den Gesetzentwurf der FDP lässt sich wenigstens streiten, nicht aber über den AfD-Antrag, um den es hier heute ja auch geht. Und Herr Kleinwächter, Sie haben zwar sehr rührend beschrieben, wie ein Rückkehrer sich wünscht, nach Hause zu kommen. Das stimmt wohl. Aber nein, wir werden nicht mit einem Diktator, der Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, über die Rückführung von Flüchtlingen sprechen. Und meine Damen und Herren, wer die Jahre zwischen 2008 und 2011 bis 2018 komplett ausblendet an dieser Stelle, der darf uns und der Koalition ganz sicher hier nicht vorwerfen, dass wir hier nicht redlich handeln. Meine Damen und Herren, bei den Syrerinnen und Syrern in Deutschland handelt es sich weit mehrheitlich um Menschen, die in Deutschland ein Recht auf Schutz haben. Es wird diejenigen geben, die tatsächlich zurückkehren nach Syrien, wenn dort Frieden herrscht. Andere, die hier neu Fuß gefasst haben, werden bleiben. Und das ist richtig so. Vielen Dank. Gabriele Heinrich war das. Es gibt hier zur Änderung des Asylgesetzes noch drei Redner, wollte ich gerade sagen. Linda Teuteburg von der FDP ist die nächste. Allerdings gibt es danach ja namentliche Abstimmung. Deswegen ist schon eine große Unruhe hier im Saal. Nicht so einfach für die jetzigen Redner. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir erleben heute wieder eine verzerrte Debatte. Den Beitrag der AfD kann man auch so zusammenfassen, bringt alles nichts, ordentliche, sachliche Arbeit an gesetzgeberischen Verbesserungen hier. Und was von Grünen und Linken kommt, kann man so zusammenfassen, es ginge hier um eine inhumane Infragestellung des individuellen Asylgrundrechts. Beides ist falsch. Und es hilft nichts, erst mal Unterstellungen aufzustellen, um sich dann an diesen abzuarbeiten. Das ist ein Unernst, der in krassem Widerspruch steht zum notwendigen Ernst in unserer Situation hier. Einer der großen Schätze dieser Bundesrepublik, das ist das vergleichsweise hohe Vertrauen in das Funktionieren ihrer Institutionen. Und das wird hier leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Denn, und da hat Herr Kollege Lindt recht, es geht in der Demokratie um Argumente, aber auch um die Redlichkeit der Argumente. Und die vermisse ich bei den Kollegen von den Grünen. Denn sie stellen in dieser Debatte immer wieder in den Raum, es würde allein an die Anerkennungsquote angeknüpft und knüpfen daran an, das sei alles nicht in Ordnung. Zum einen, die Anerkennungsquote ist selbstverständlich ein wichtiges Indiz, das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, und hinzu kommen müssen entsprechende Lageberichte und deren angemessene Beurteilung. Aber wenn man wie die Grünen, und Herr Habeck hat es ja sogar mal wörtlich gesagt,
den sicheren Herkunftsstaaten das Stigma der Willkür verpasst, dann arbeiten Sie eigentlich aus Ihrer Richtung ähnlich wie manche von rechts. Suggerieren Sie, es ginge willkürlich zu an unseren Behörden und Gerichten. Selbstverständlich ist eine niedrige Anerkennungsquote ein wertvolles Indiz. Und zudem ist das Instrument der sicheren Herkunftsstaaten, das Sie hier immer wieder in Frage stellen, auch ein anerkanntes Instrument im europäischen Unionsrecht. Und deshalb muss ich sagen, kommt das einem ebenso subtilen wie dreisten Misstrauensvotum gegen unseren Rechtsstaat und gegen das Unionsrecht gleich. Und es ist einfach nicht zu begreifen, weshalb Sie sich dort querstellen, dem sinnvollen Anliegen, offensichtlich unbegründete Fälle in diesen die Verfahren zu beschleunigen. Darum geht es bei diesem Ringen um die sicheren Herkunftsstaaten. Eine humanitäre Heldentat ist das nicht. Wer sich hartnäckig verweigert und das mit hehren Absichten begründen mag, der haftet dann auch für die politischen Folgen jener Zustände, über die großer Unmut herrscht. Und ich erinnere Sie einmal an das, was Frau Göring-Eckardt gestern mit Blick auf die Regierungserklärung sagte. Tun Sie endlich, was zu tun ist. Und liebe Kollegin Amtsberg, da sollte man das eine tun und das andere nicht lassen. An vielen Stellen müssen wir arbeiten, auch beim BAMF. Das werden wir morgen debattieren. Aber ich appelliere an Sie, tun Sie auch endlich, was zu tun ist. Und an die Kollegen von Union und SPD, nehmen Sie die Kollegen von den Grünen in die vielbeschworene Verantwortung, anstatt ihnen Beihilfe zu leisten zu taktischen Spielchen vor Landtagswahlen. Machen Sie endlich ernst damit, Zuwanderung rechtsstaatlich zu steuern. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Michael Kuffer für die Fraktion der CDU/CSU. Michael Kuffer, der vorletzte Redner, er ist Mitglied im Innenausschuss für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich ja darüber, dass die FDP mit ihrem Antrag zumindest zum Ausdruck bringt, dass sie uns in unserem Vorhaben, das wir, wie Sie wissen, seit Monaten und Jahren konsequent verfolgen, zumindest inhaltlich unterstützen. Ansonsten muss ich Ihnen sagen, bevor die Heiterkeit zu groß wird, muss ich Ihnen sagen, dass das, was Sie hier heute machen, im Vorgehen mit Politik nicht das Geringste zu tun hat. Das ist nicht einmal Schaufensterpolitik, sondern das, was Sie tun hier, ist der Grund dafür, Sie fördern damit die Verdrossenheit der Menschen gegenüber der Politik, indem Sie einfach nur ein krudes Schauspiel aufführen. Sie wissen genau, was seit jeher unsere Politik ist. Sie wissen genau, dass wir die Einstufung von Algerien, Marokko, Tunesien als sichere Herkunftsstaaten seit Jahren mit Ambition verfolgen. Sie wissen, dass unser Vorstoß dazu 2016 am Widerstand der Grünen im Bundesrat gescheitert ist. Sie wissen, dass wir in dieser Wahlperiode von Beginn an einen neuen Anlauf genommen haben, dass wir im Koalitionsvertrag eine Vereinbarung getroffen haben, auch einen deutlichen Schritt weitergegangen sind als Sie im Übrigen, indem wir gesagt haben, alle Staaten, deren Anerkennungsquote regelmäßig unter 5% liegt, beziehen wir in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ein. Und Sie wissen auch, dass wir Georgien aufgenommen haben, übrigens etwas, was Sie in Ihrer ursprünglichen Fassung, wo Sie falsch abgeschrieben haben, auch nicht enthalten hatten. Und Sie wissen, dass wir jetzt dieses Vorhaben verfolgen. Und ich schließe an das, was der Kollege Seif gesagt hat. Wir müssen es nun mal so machen, das ist der Unterschied zu Ihnen. Sie müssen im Grunde gar nichts machen, was am Ende zu irgendeinem Erfolg führt, weil Sie nun mal dafür keine Verantwortung tragen. Wir haben sie. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Dinge am Ende auch in der Praxis umgesetzt werden können. Dazu brauchen wir die Zustimmung des Bundesrates. Und wir können uns nun mal nicht davon freimachen, von der Frage, wie wir diese Zustimmung im Bundesrat erreichen. Darum geht es und um nichts anderes. Jetzt haben Sie,
Kolleginnen und Kollegen von Ihnen aus dem Innenausschuss letzte Woche das Gerücht in die Welt gesetzt, bin mehrfach von eigenen Kollegen darauf angesprochen worden, die mich aufgeregt angerufen haben und gesagt haben, es wird behauptet, die CDU-CSU sei gegen die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten. Genau dieses Märchen setzen Sie in die Welt. Und ich weiß auch jetzt schon, das werden Sie auch heute nach dieser Sitzung wieder verkünden, Sie werden dann in die Welt hinausblasen, CDU-CSU sind gegen die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, obwohl Sie das Gegenteil wissen. Und das meine ich damit. Das meine ich mit dem Kulissenhaften, was Sie hier aufführen. Die AfD wird das Gleiche machen, die wird es noch weiter überhöhen wie immer. Überlegen Sie sich mal, mit wem Sie sich da auch gemein machen, liebe Freunde von der FDP. Sie blinken, übrigens ist es dauernd so, Sie blinken in Richtung Law and Order, und wenn es ernst wird, dann biegen Sie links ab. Wenn es ernst wird, biegen Sie links ab. Wenn in München die Linken Proteststürme auf die Straße bringen gegen den Masterplan Asyl von CDU-CSU, Proteststürme auf die Straße bringen gegen das neue Polizeiaufgabengesetz, dann seid ihr immer die, die am Wegesrand dabei stehen und mit applaudieren gegen diesen Protest. Ihr habt euch mit eingereiht, indem ihr das gemacht habt. Ich habe Wortmeldungen einzelner Kollegen, zahlreicher Kollegen, die alle in dieselbe Kerbe hauen. Und hier stellt ihr euch hin und macht einen auf Law and Order. Das ist genau euer Problem. Wenn wir solche Vorstöße machen, erklären Kollegen von Ihnen wie der Daniel Föst, die CSU gefährdet die Zukunft unseres Landes. Ihre ehemalige Justizministerin sagt gegen unsere Vorstöße in diese Richtung komplett daneben und unerträglich. Solche Wortmeldungen kommen dann von euch. Und unter anderem wegen solcher Tricks, das sage ich Ihnen auch, hat die CSU am Wochenende bei der Landtagswahl 180.000 Stimmen in Bayern an die Grünen verloren, 180.000 an die AfD verloren. Sie hätten sich bemühen können, mit einer klaren Haltung, auf die ich seit Sie letztes Jahr hier wieder in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, auf die ich seitdem warte, Sie hätten sich bemühen können, mit einer klaren Haltung diese Stimmen für die FDP zu gewinnen. Dann würden Sie in Bayern zumindest mitregieren können und könnten das, was Sie hier verkünden, in die Tat umsetzen. Stattdessen sind Sie mit Ihrem Zickzack-Kurs gerade mal bei 5,1 oder 5,0 irgendwas gelandet. Wenn jetzt die Streiterei Ihrer Kollegen in Niederbayern dazu führt, dass die Sache noch mal, dass Sie die Niederbayern-Stimmen verlieren, fliegen Sie vielleicht auch noch aus dem Landtag. Überlegen Sie sich mal, ob es langsamer an der Zeit wäre, dass Sie mal eine Haltung haben und die auch durchhalten und nicht dauernd auf einer Seite blinken und nach anders wo abbiegen, wenn es nachher drauf ankommt. Vielen Dank. Änderung des Asylgesetzes. Gleich gibt es hier zwei namentliche Abstimmungen. Deswegen kommen immer mehr Abgeordnete hier in den Plenarsaal. Thomas Oppermann hat auch noch mal jetzt in der Sekunde darauf hingewiesen, der jetzt den Vorsitz innehat, dass der Geräuschpegel zu hoch ist für den letzten Redner. Aus Respekt jetzt bitte, sagt er, die Gespräche außerhalb des Plenarsaals weiterzuführen. Und der letzte Redner hier in dieser Debatte zur Änderung des Asylgesetzes, ein Antrag der FDP auf Aufnahme von Algerien, Marokko und Tunesien, sowie ein Sonderantrag Aufnahme Georgien in die sicheren Herkunftsstaaten. Das ist der Inhalt dieses Gesetzentwurfs der FDP. Wird jetzt hier diskutiert der letzte Redner Hans-Jürgen Irmer für die CDU-CSU. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahre 1993 hat das Hohe Haus einen Asylkompromiss beschlossen mit den Stimmen der Christdemokraten, der FDP, großen Teilen der SPD, mit dem Ziel, die Möglichkeit zu schaffen, sichere Herkunftsländer ausweisen zu können. Dies war ein guter Beschluss. Damals war Helmut Kohl Bundeskanzler und wir hatten damals 400.000 Asylbewerber im Jahre 1993. Und Helmut Kohl hat zu Recht gesagt, wir können nicht akzeptieren auf Dauer, dass jedes Jahr 400.000 Menschen kommen. Deshalb müssen wir etwas ändern, sonst haben wir einen Staatsnotstand. Und deshalb hat der Deutsche Bundestag dieses Gesetz zu Recht beschlossen. Und es hat funktioniert. Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass wir heute deutlich andere Zahlen haben als noch vor 2-3 Jahren. Und die Tendenz ist positiv. Und der Beschluss, der wirkt, wir können das sehen am Beispiel der Balkanstaaten. Es ist keine nennenswerte Zuwanderung aus den Balkanstaaten mehr zu erkennen.
Und zwar deshalb, weil wir diesen Beschluss gefasst haben. Deshalb müssen wir aus meiner Sicht auch weitere Staaten entsprechend ausweisen. Meine Damen und Herren, wenn Sie alle, gerade auf der linken Seite, wollen, dass es dauerhaft eine Akzeptanz des Grundrechts auf Asyl gibt, dann müssen wir alles, aber alles daran setzen, dass der Missbrauch ausgeschlossen wird. Und deshalb bedauere ich sehr, dass die Grünen aus ideologischen Gründen bisher zumindest nicht bereit waren, einer entsprechenden Änderung zuzustimmen. Ich zitiere aus der Welt am Sonntag: Grüner Mehltau lähmt die Hilfe für wirklich Verfolgte. Nur wenige Sätze. Es geht bei den sicheren Herkunftsstaaten, so der Kommentator, auch nicht darum, Demokratieplaketten zu verteilen. Es geht um realistische Asylpolitik, durch die denen geholfen werden kann, die Hilfe brauchen. Die meisten, die von Marokko nach Europa flüchten, sind nicht verfolgt, sondern Abenteurer. Daher liegt die Asylanerkennungsquote deutlich unter 5%. Vor allem aber, wer im Maghreb bedroht, gefoltert oder verfolgt wird, könnte natürlich weiterhin Asyl beantragen. Diese Tatsache wird aber in der Diskussion nie erwähnt. Das ist der zentrale Punkt, meine Damen und Herren. Deshalb ist es richtig, wenn wir darüber diskutieren, wie können wir die Probleme lösen. Die Situation in den Maghreb-Staaten heute sieht dramatisch anders aus, als so, wie Sie es geschildert haben. Wir haben dort parlamentarische Wahlen gehabt. In Tunesien ist das Parlament zusammengetreten, hat ein Gesetz gegen Rassismus beschlossen, meine Damen und Herren. Ein Meilenstein in der Geschichte Tunesiens. Wir haben dort eine Wirtschaft, die hervorragend sich entwickelt hat. Positive Rahmenbedingungen. Aber eins ist auch klar, wir können das, was wir als Standards in Deutschland für selbstverständlich halten, nicht auf alle Teile dieser Welt übertragen. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir das machen würden, müssten wir 80% der Weltbevölkerung in Deutschland aufnehmen. Dass das nicht funktionieren kann, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Meine Damen und Herren, ich möchte gerne mal eine Frage gerade von der linken Seite beantwortet haben. Sie treten hier ein für eine Politik der offenen Grenzen. Wo ist für Sie die Grenze der Aufnahmefähigkeit Deutschlands? Teilen Sie die Auffassung des Co-Vorsitzenden der Kommunistischen Linksfraktion im Hessischen Landtag, Willy van Ooyen, der öffentlich erklärt hat, dass er sich vorstellen kann, 40 Millionen sind denkbar, meine Damen und Herren. Er ist nicht mehr im Amt, sagt der Ehemalige. 40 Millionen. Ich frage Sie, wo ist für Sie eine Grenze? Fragezeichen, meine Damen und Herren. Diese Frage hätte ich gerne von Ihnen beantwortet. Wessen Interessen vertreten Sie eigentlich? Die Deutschlands und fleißiger Arbeitnehmer, guter Unternehmer oder die Interessen derer, die teilweise zumindest hierher kommen, dieses Asylrecht bewusst ausnutzen zulasten Deutschlands? Das möchte ich gerne von Ihnen wissen. Und ich teile abschließend die Position des Ministerpräsidenten von Hessen, der gesagt hat, losgelöst von dem aktuellen FDP-Antrag, wir müssen grundsätzlich alle Staaten, wo Anerkennungsquoten unter 5% sind, in einen solchen Gesetzentwurf bringen. Das ist die einzige Chance, die wir haben, wenn diese Gesellschaft nicht auseinanderfliegen soll. Und ich schließe mit einem legendären Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Gauck. Sie kennen ihn alle, der gesagt hat, unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank. Hans-Jürgen Irmer von der CDU-CSU war der letzte Redner hier zu dieser Debatte Änderung des Asylgesetzes. Und über den Antrag der FDP und den Änderungsantrag der Liberalen wird jetzt abgestimmt. Inhalt ist eben Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer anzuerkennen. Und ein Änderungsantrag sieht vor, dass Georgien auch dazu gehört. Das macht die FDP natürlich deshalb, weil es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gibt, also von SPD und CDU-CSU, der den gleichen Inhalt hat. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Bündnisgrünen sich im Bundesrat gegen die Anerkennung dieser Staaten wendet. Und das Ganze wird hier eine geraume Zeit dauern. Deswegen wollen wir Sie noch mal auf den neuesten Stand bringen, was die Geschicke in Europa angeht. Und das tun meine Kollegen in Bonn.